So, Dele, also, ready, fight. Also, das Wichtigste ist, zuerst parieren wir ihn, damit wir einen Debuff behalten. Und dann müssen wir schauen, dass wir nochmal parieren. Und das, jetzt seht ihr hier diesen Pfeil, das ist der Powerstich-Debuff. Und solange er in diesem Modus ist, könnt ihr den vollen Schaden, Schlagschaden genießen. Sobald aber diese erlischt und es dann den nicht mehr gibt, dann prallen die Angriffe ab und dann müsst ihr halt schauen, dass sie halt wieder ihn pariert. Und dann gibt es verschiedene Debuffs, die auf ihn kommen. Und ihr könnt mehrere Debuffs mit Spider-Man Miles Morales sammeln. Und wir sind jetzt hier in der SK2 und haben wiederum sehr viele Debuffs. Und nach einer gewissen Zeit kriegen wir wieder Powerstich und dann schlagen die wieder drauf ein und der löscht dann wieder. Und hier gab es ein Problem. Gleich wird man das sehen, weil ich kommentiere das halt. Ich wurde hier getroffen. Das kann passieren, wenn die Steuerung mal nicht funktioniert für ein paar Sekunden. Aber dann geht es wieder weiter. Und dann haben wir wieder Debuffs. Und wir müssen wieder schauen, dass wir einfach einen Powerstich-Debuff bei ihm landen. Also, dass er das hat. Nicht, dass es umgekehrt ist, wie jetzt hier bei uns, dass es auf uns landet. Denn dann haben wir ein Problem. Aber das ist nicht so schlimm. Jetzt machen wir wieder mal Schwert, also Niederschlagattacken sind also die schweren Attacken. Und dann wieder ausweichen und dann wieder hat er jetzt seinen duften Pfeil, der leuchtet jetzt auf, sehen können, seinen Powerstich. Und da schlagen wir halt so viel wie, so oft wie möglich drauf ein. Denn der verschwindet ja nach einer gewissen Zeit, wenn er seine SK1 oder 2 zündet. Aber in dem Fall haben wir ihn erledigt. Und das war's auch schon. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, wie gesagt, Kanal abonnieren, liken, Glocke natürlich anklicken und ja, das war's auch schon.